Am Montagabend des 29. Dezember 1980 waren die 52-jährige Betty Cash, die 57-jährige Vicky Landrum und ihr Enkel, der 7-jährige Colby Landrum, auf dem Heimweg von New Kenny nach Dayton in Texas, in den USA. Sie waren mit Bettys 1980 Oldsmobile Cutlass losgefahren, um nach einem Bingo-Spiel zu suchen. Aber die zwei Bingo-Clubs in Cleveland und New Kenny, die sie anfuhren, waren geschlossen. Sie aßen noch etwas in New Kenny und machten sich dann gegen 20.45 Uhr wieder auf den Heimweg. Da es kühl war, hatten sie die Heizung im Auto an, sowie das Radio. Kurz vor 21 Uhr, als sie gerade einen abgelegenen Highway, die State Farm Road FM 1485, etwa 24 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt durch das Waldgebiet Piney Woods in der Nähe von Huffman entlangfuhren, entdeckte Colby in mehreren Kilometern Entfernung ein Licht am Himmel, welches wie ein vertikaler roter Streifen aussah. Er fragte Betty und seine Großmutter, was das sei, aber die beiden wussten auch keine Antwort darauf. Betty fuhr jetzt etwas langsamer und für die nächsten 3 bis 5 Kilometer verloren sie es ab und zu aus den Augen, denn wegen der Kurven verschwand es hinter den großen Bäumen neben der Straße, aber es wurde immer größer und heller, dabei stand es entweder still oder kam gemächlich auf sie zu. Innerhalb von Minuten war es von einem kleinen roten Streifen zu einem feurig aussehenden Ding geworden, mindestens so groß wie ein Auto, und nun fingen sie an, sich Sorgen zu machen. Dann, als sie sich auf einem langen geraden Abschnitt des Highways befanden, schien sich der Himmel zu spalten und das Objekt kam direkt vor ihnen runter. Sie hatten solche Angst, dass sie dachten, dass das Ende der Welt gekommen wäre, denn es war nun keine 100 Meter mehr vor ihnen, knapp über Baumhöhe über dem Highway, und sie kamen schnell näher. Streifen von so etwas wie Flammen kamen unten aus dem Objekt heraus, die, auch wenn sie nicht ganz bis runter auf den Highway reichten, den Weg blockierten. Außerdem war ein lautes Dröhnen zu hören. Das Flugobjekt gab blendendes Licht ab und fast augenblicklich konnten sie Hitze im Auto verspüren. Colby fing an zu schreien und kletterte zum Frontsitz in die Arme seiner Großmutter. Betty, die am Steuer saß, wäre weitergefahren, aber Vicky schrie, dass sie anhalten sollte, um dem Objekt nicht zu nahe zu kommen. Deshalb trat Betty auf die Bremse und brachte das Auto inmitten des Highways zum Stehen, keine 45 Meter von dem Objekt entfernt. Nach späteren Schätzungen befand es sich ungefähr 40 Meter von ihnen entfernt, wobei es den Wald und den Himmel taghell erleuchtete. Betty suchte nach einem Ausweg, aber es war zu unsicher zu wenden, weil sie sich in den matschigen Boden neben dem Highway hätte festfahren können. Sie wussten nicht, was sie tun sollten und hatten große Angst. Colby wurde hysterisch und weinte die ganze Zeit, und auch Betty und Vicky weinten. Es wurde immer wärmer im Auto. Betty öffnete die Tür und stieg aus, denn sie wollte wegrennen, aber wegen des blendenden Lichts wusste sie nicht wohin. Auch Vicky stieg aus. Colby schrie nach seiner Großmutter, denn er dachte, dass sie ihn allein lassen würde, was ihn dazu veranlasste, ebenfalls loszurennen. Doch Vicky schnappte ihn und hielt ihn zwischen sich und dem Frontsitz fest. Nun standen sie alle drei hinter den offenen Autotüren und starrten das blendende Objekt an. Dabei hatte Vicky ihre linke Hand aufs Autodach gelehnt. Als sie ihre Augen mit den Armen abschirmten, konnten sie eine scheinbar graue metallische Struktur erkennen. Die Frauen verglichen es mit der Größe eines Wasserturms, konnten jedoch wegen der blendenden Helligkeit keine konkrete Form erkennen, aber Colby war sich sicher, dass es diamantförmig war. Vicky sagte, dass es vertikal länglich war, erkannte eine abgerundete Oberseite und dass es spitz nach unten zulief. Sie beschrieben, dass das Objekt in regelmäßigen Abständen so etwas wie Flammen aus der Unterseite ausstieß, wie bei einer Rakete. Diese Flammen gingen aber nie ganz aus, und manchmal, wenn es besonders starke Flammen ausstieß, konnten sie ein lautes, rauschendes Geräusch hören. Die Flammen reichten aber nie bis runter auf die Straße. Wann immer es die Flammen ausstieß, stieg es einige Meter auf, um danach, wenn die Flammen nachließen, wieder zu sinken. Außerdem soll es auch die gesamte Sichtung über in kurzen, unregelmäßigen Abständen einen ohrenbetäubenden, schrillen Piepton von sich gegeben haben. Auch die starke Hitze, die von dem Objekt ausging, und die Helligkeit blieben die ganze Sichtungsdauer über bestehen. Vicky erinnerte sich Monate später unter Hypnose des Weiteren an einen Geruch wie von Feuerzeugflüssigkeit und an blaue Lichter an dem Objekt. Nach 1 oder 2 Minuten stieg Colby wieder ins Auto und flehte seine Großmutter an, auch wieder zu ihm ins Auto zu steigen. Kurze Zeit später stieg sie wieder zu ihm, umarmte ihn fest und versuchte, ihn zu beruhigen. Die gläubige Vicky sagte zu ihm, dass es Jesus sein wird, wenn ein großer Mann aus dem Licht herauskommt. Vicky beobachtete es nun weiter durch die Frontschutzscheibe, und als sie sich zu einem Zeitpunkt der Beobachtung auf das Armaturenbrett lehnte, schmolzen ihre Handabdrücke hinein.
Betty hingegen schloss die Tür von außen und ging langsam bis zur Vorderseite des Wagens, um es besser erkennen zu können. Um sich zu orientieren, weil es so blendend war, fasste Betty kurz an die Motorhaube und bemerkte, dass sie glühend heiß war. Sie hob den Arm, um die Augen abzuschirmen, konnte aber immer noch nichts Genaues erkennen. Weiter traute sie sich nicht. Dort vorne stand sie für mindestens 3, vielleicht 5 Minuten. Sie hörte Vicky die ganze Zeit rufen und dann wurde es so unerträglich heiß, dass sie sich entschied, zurück ins Auto zu gehen. Der Türgriff war so heiß, dass sie den Ärmel ihrer Lederjacke benutzen musste, um die Tür zu öffnen. Das Objekt stieg immer noch auf und ab, ohne Veränderung an Hitze, Röhren, Piepen und Helligkeit. Sie wissen nicht genau, wie lange alles gedauert hatte, vielleicht 15 Minuten. In dem Moment, als Betty einstieg, schoss eine weitere Masse an Flammen heraus und dann stieg das Objekt mit großem Lärm in einem kurzen Augenblick schnell nach rechts über die Bäume hinweg bis außerhalb ihres Sichtfeldes. Sie mussten sich nun nach vorne lehnen, um es noch sehen zu können. Es schien anzuhalten und auf die Seite zu kippen und bewegte sich dann langsam Richtung Süden, wobei es hell wie heißes Eisen glühte. Plötzlich sahen die drei, wie mit Lärm wie von einem Tornado aus allen Richtungen Helikopter auftauchten, die sie aber schon ein paar Minuten früher hören konnten. Einige hatten nur ein Rotor, aber die meisten hatten 2 Rotoren, die später als CH-47 Chinook-Helikopter identifiziert werden konnten. Sie folgten dem Objekt und schienen es einzukreisen oder zu begleiten, wobei sie von diesem angeleuchtet wurden. Betty und Vicky bemerkten die Hubschrauber erst, als das Objekt aufstieg, aber Colby meinte, dass die Hubschrauber schon die gesamte Sichtungsdauer über da waren. Als der Weg endlich frei war, wollten sie losfahren. Betty erinnerte sich daran, dass sie den Motor nicht ausgestellt hatte und dass das Radio noch an war, aber nachdem sie wieder eingestiegen war, musste sie den Motor neu starten und auch das Radio spielte erst wieder nach einiger Entfernung. Außerdem mussten sie jetzt wegen der Hitze die Klimaanlage einschalten. Während sich das Objekt von den Helikoptern verfolgt nach rechts entfernte, fuhren die drei weiter in Richtung Dayton. Etwa 3 Kilometer weiter hielten sie noch einmal an und sahen noch mehr Helikopter kommen. Das Objekt war jetzt mehrere hundert Meter entfernt und sah länglich aus. Die drei Zeugen begannen sich schlecht und verbrannt zu fühlen. Noch 3 Kilometer weiter bogen sie nach rechts ab und hielten ein weiteres Mal an. Von dort hatten sie einen freien Blick auf das Objekt und die Helikopter, und einer der Helikopter flog sogar ziemlich tief über sie hinweg. Sie zählten mindestens 23 Helikopter. Bald bogen sie noch einmal ab und stoppten ein drittes und letztes Mal, jetzt war aber alles schon weiter entfernt. Umso näher sie Dayton kamen, desto schlechter fühlten sie sich. Ihnen wurde übel, sie bekamen Kopfschmerzen und Durst. Betty fuhr die anderen beiden nach Hause und dann von dort die 11 Kilometer zu ihrem Haus. Bettys Gesicht wurde noch an dem Abend rot und schwoll an. Sie hatte Kopfschmerzen, starken Durst, ihre Augen brannten und sie bekam kleine Beulen an Kopf, Hals und Arm. Außerdem übergab sie sich, hatte Durchfall und fühlte sich verbrannt. Am nächsten Morgen war ihr ganzes Gesicht sowie der Hals geschwollen und bedeckt von Blasen. Sie kam nicht aus dem Bett, übergab sich mehrmals, hatte Durchfall und keinen Appetit. Vicky und Colby litten an den gleichen Symptomen, wenn auch nicht so schlimm wie Betty. Sie sahen aus, als wären sie zu lange in der Sonne gewesen und das auch an den Armen, obwohl sie langärmelige Kleidung getragen hatten. Vickys linke Hand, die sie während der Begegnung aufs Autodach gelehnt hatte, war nun stark verbrannt und später bekam sie Schäden an den Fingernägeln, genauso wie auch Betty. 3 Tage lang kümmerte sich Vicky um Betty, der inzwischen die Augen zugeschwollen waren. Am nächsten Tag kam Betty ins Krankenhaus, wo sie als Verbrennungsopfer behandelt wurde, denn sie erzählten niemanden von der Begegnung. Nach 2 Tagen im Krankenhaus fing sie an, Haare zu verlieren und über die nächsten Wochen bekam sie kahle Stellen am Kopf. Sie bekam immer noch Blasen, hatte Kopfschmerzen, Magenschmerzen und Durchfall. Ihr ganzes Gesicht war so geschwollen, dass ihre eigene Tochter sie nicht wiedererkannte. Am 19. Januar konnte sie das Krankenhaus verlassen, aber die Symptome verschlimmerten sich wieder und 6 Tage später musste sie erneut ins Krankenhaus. Erst da plauderte Colby aus, was sie erlebt hatten. Aber dies half den Ärzten auch nicht weiter, denn sie wussten immer noch nicht, wie sie behandeln sollten. Kein Arzt konnte richtig erklären, was die Ursache für die Symptome war. Vicky rief nun Polizeibehörden und die Medien an, um Informationen zu dem unbekannten Flugobjekt zu bekommen, aber keiner konnte helfen. Sie riefen auch bei der NASA und der Luftwaffe an, aber keiner hatte Informationen. Dadurch kamen sie aber mit UFO-Forschern in Kontakt, die sie unterstützten und sich mit ihrer Begegnung beschäftigten. Auch die Luftwaffe interviewte die drei später zu ihrer Begegnung. Als Betty am 9. Februar das Krankenhaus verließ, musste sich ihre Mutter weiter um sie kümmern.
Betty verlor Gewicht und erst nach langer Zeit hörte sie auf, Blasen zu bekommen, wenn sie in der Nähe von Hitze war. Erst nach 4 Monaten stoppten Übelkeit und Durchfall und die Kopfschmerzen erst nach 6 Monaten. Sie hatte bis zum Ende ihres Lebens unzählige Krankenhausaufenthalte und 1983 wurde bei ihr Brustkrebs festgestellt. Einige Ärzte sagen, dass die Symptome zeigen, dass sie radioaktiver Strahlung ausgesetzt waren. Auch Vicky war monatelang krank. Sie hatte ebenfalls Haarausfall, Blasen an den Armen, war empfindlich gegen Sonne und Hitze und hatte Probleme mit den Augen. Kobi verlor auch Haare, hatte starken Durst und Sehprobleme, hatte wochenlang Albträume, war 2 Monate lang Bettnässer und hatte fast 1 Jahr lang Durchfall. Betty, Vicky und Kobi verklagten die amerikanische Regierung auf 20 Millionen Dollar Schadensersatz, weil sie wegen der Hubschrauber vermuteten, dass sie von dem Geschehen wissen müsste. Doch nachdem sich der Prozess über 4 Jahre hinzog, wurde er im Jahre 1986 eingestellt. Alle in der Nähe liegenden Militärbasen bestreiten, die besagten Helikopter oder das Objekt an dem Tag im Einsatz gehabt zu haben. Trotzdem gab es viele weitere Zeugen, die entweder die Helikopter, ein unbekanntes Flugobjekt oder beides gesehen haben. Zum Beispiel sahen eine Mutter und ihre Tochter von ihrem etwa 14 Kilometer vom Begegnungsort entfernten Haus aus in derselben Nacht zur selben Zeit, dass der Himmel voller Helikopter war. Diese hatten die Suchscheinwerfer eingeschaltet und ein Helikopter flog sogar ziemlich tief über ihren Garten hinweg. Außerdem sahen sie in Richtung Huffman ein helles Leuchten direkt über den Bäumen, das den ganzen Himmel erhellte. Der Polizist Lamar Walker und seine Frau sahen etwa 12 Helikopter mit Doppelrotoren und eingeschalteten Suchscheinwerfern ein paar Stunden nach der Sichtung der 3 Hauptzeugen, nicht weit vom Ort der Begegnung entfernt. Und auch der Zeuge Jerry McDonald sah am selben Abend zwischen 19 und 21 Uhr in Dayton, über 20 Kilometer vom Ort der Begegnung entfernt, ein merkwürdiges tieffliegendes Objekt, welches dreieckig war. Es machte ein polterndes Geräusch, flog mit der Spitze nach vorne gerade über die Bäume hinweg und hatte hinten blaue und weiße Lichter, in der Mitte ein rotes Licht sowie 2 fackelnde Lichter hinten nahe der Mitte. Auch dieser Zeuge wurde 2 Tage später krank. Außerdem gab es auch Schäden an der Straße, über der das Objekt, welches den 3 Hauptzeugen begegnete, schwebte. Die Oberfläche der Straße schien an der Stelle geschmolzen und wieder verfestigt worden zu sein. Keiner der Zeugen zog je seine Aussage zurück. Exakt am 18. Jahrestag des Vorfalls starb Betty Cash. Vicky Landrum starb 2007 und Kobi belastet heute noch das Ereignis von 1980.